Autofahrer haben es schon schwer. Nicht nur, dass die Spritpreise stetig steigen, auch neue Ampeln können eine ziemlich komplizierte Angelegenheit sein. So wie hier in Ellwürden im Landkreis Wesermarsch. An dem neuen elektronisch gesteuerten Signalgerät, das sich Fußgänger-Licht-Zeichenanlage nennt, scheiden sich die Geister. Autofahrer fluchen, weil sie die Schaltlogik für ein Buch mit 7 Siegeln halten. Scheiße. Ein Kreisel wäre besser gewesen. Ja, geht so, ne? Ich sag mal, so ein grüner Pfeil da vorne am Ortsschild wäre schon nicht schlecht. Dass man es dann mal sieht, ob man fahren darf oder nicht, ne? Naja, nicht immer positiv geschaltet. Bis jetzt habe ich noch keinen Vorteil gesehen. Ist ein bisschen kompliziert, wenn man es noch nicht kennt. Weil man nicht weiß, worauf man achten soll, wenn man das erste Mal hier lang fährt. Also für Auswärtige schwierig, wenn man weiß, dass man nach dem Rot rechts gucken muss, ist gut. Hier ein Rot wäre natürlich einfacher. Seitdem die Ampel am 21. Oktober in Betrieb gegangen ist, haben viele Autofahrer die Nase voll. Auch der ehemalige CDU-Ratsherr Rainer Voskamp ist der Meinung, dass sich die Situation der Autofahrer verschlechtert hat. Wenn die 212 rot hat, dann sieht man zwar, dass die Autos halten. Wenn aber die Autos dann wieder grün haben auf der 212, kann man das von der Großsiederstraße aus nicht sehen. Und man muss eben auf gut Glück in die Kreuzung hineinfahren und muss damit rechnen. Oder hat auch die Situation, dass dann eben der Querverkehr dann schon anrollt. Und das kommt dann auch nicht selten zu brenzligen Situationen. Radfahrer und Fußgänger dagegen sind erleichtert. Für sie bietet die Lichtzeichenanlage Sicherheit beim Überqueren der Bundesstraße. Sehr, sehr gut. Weil ich hier jeden Tag 3 Mal laufe und freue mich, dass es diese Ampel gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wohne da nämlich. Und wenn ich mit dem Hund hier immer gehe, ich brauche mir keine Gedanken mehr machen. Gut, ich kann den Verkehr einschätzen, aber also ich finde, das ist schon ganz toll mit der Ampel. Also für Radfahrer ist das sehr gut. Nee, man kommt mal rüber, sonst ging ja früher überhaupt nicht durch den Verkehr. Aber nicht nur Radfahrern und Fußgängern ist damit geholfen. Laut Straßenmeistereileiter Alfred Giesmann ist die Ampel eine passable Lösung für die Verkehrsproblematik an dieser Stelle. Sie hat den positiven Nebeneffekt, dass der Verkehr aus der großen Sieler Straße bei entsprechendem Verkehrsaufkommen dann im Schutze dieser Lichtsignalanlage einbiegen kann in die Bundesstraße. Das funktioniert so, dass dort im untergeordneten Ast bei entsprechender Staubildung über Videoschleifen dann die Ampel auch geschaltet wird, obwohl sie nicht durch Fußgänger und Radfahrer betätigt wird. Natürlich hätte es auch andere Möglichkeiten für diesen Verkehrsknotenpunkt gegeben. Jedoch ist es immer eine Frage des Geldes. Eine Kreisverkehrsplatzlösung wäre sicherlich eine gute Lösung gewesen, aber ist vor dem Hintergrund des enormen Kostenaufwandes dann auch verworfen worden, weil die entsprechenden Haushaltsmittel dafür fehlen. Im Vergleich zu vorher ist es jedenfalls eine Verbesserung. Neben den Kritikern gibt es auch unter den Autofahrern Befürworter der Ampelanlage. Gut, ist doch praktisch. Das geht schon zügiger, finde ich auf jeden Fall. Der so fährt. Vielleicht welche, die geradeaus müssen, haben eine andere Meinung dazu. Ist doch gut. Ich habe da nichts gegen. Die Ampel ist bisher noch in ihrer Probephase. Es kann also noch etwas an der Schaltung gefeilt werden. Allerdings bleibt laut Polizeiinspektion Cuxhaven zu verzeichnen, dass es seitdem die Ampel in Betrieb gegangen ist, noch keinen Verkehrsunfall gegeben hat.